Ich wäre gern nach Amerika gereist, wie die Goldsucher, wie mein Sohn Eugène. Der Forscher Jules Marais hat ebenfalls nicht den Atlantik überquert. Aber er hatte das Glück, von der Republik, der Dritten Republik, mit Ehren überhäuft zu werden. Er ist Professor am Collège de France und wird Präsident der Akademie der Wissenschaften. Das Kriegsministerium will nach der Niederlage von 1870 die Marschmethode der deutschen Armeen kennenlernen und beauftragt ihn mit Forschungen. Ministerpräsident Jules Ferry unterstützt ihn. Marais ist Arzt, Physiologe und 52 Jahre alt, als das Bewegungsstudium ihn dazu bringt, die Fotografie in großem Maßstab einzusetzen. Marais und Maybridge sind Zwillinge des Schicksals. Gleiche Initialen, gleiches Geburtsjahr 1830, gleiches Todesjahr 1904. Auf beiden Seiten des Atlantiks teilen sie die gleiche Leidenschaft. Aber Marais führt Neuerungen ein. Statt auf eine Vielzahl an Fotoapparaten zurückzugreifen, will er es schaffen, die Bewegung mit einem einzigen Objektiv einzufangen. Etienne Jules Marais verbringt die kalte Jahreszeit an der Felsküste am Golf von Neapel. Italien inspiriert ihn. Wenn ich bedenke, dass ich nie dort war, obwohl mir der Teufel im Nacken saß. In seiner Villa in Posillipo entwickelt er im Winter 1881 den Vorgänger der modernen Kameras. Er schreibt: Ich träumte von einer Art fotografischer Flinte, die einen Vogel in einer Körperhaltung festhält oder besser noch in einer Reihe von Haltungen, die die aufeinanderfolgenden Phasen der Flügelbewegung wiedergeben. Die Ergebnisse entsprechen nicht der Komplexität des Prototyps. Die erhaltenen Bilderserien auf Platten sind zu klein und begrenzt auf etwa 10 Bilder pro Sekunde. Marais wirft sozusagen seine Flinte ins Korn. Er bekommt staatliche Kredite, um mitten im Bois de Boulogne, im Parc des Princes, ein Freiluftstudio wie das von Maybridge zu bauen. Er nennt es Physiologische Station. Auf einer großen kreisförmigen Bahn hat Marais einen neuen Apparat für schnelle Aufnahmen auf Platten aufgebaut. Den Boden und den Hintergrund hat er mit Ruß geschwärzt. Er lässt Vögel, Pferde, Reiter passieren. Sie erinnern sich, dass ich nicht nur Phantasmagoriker war, sondern auch Luftschiffer. Marais war wie ich begeistert von der Kunst des Fliegens. Der Vogel ist schwerer als die Luft und trotzdem fliegt er. Aber er fliegt nicht, weil er lebt, sondern mit mechanischen Mitteln. Marais beobachtet stundenlang, tagelang die Übungen von Turnern. Ein Kavalleriekommando, das ihm die französische Armee leiht. Den Gang eines von Kopf bis Fuß weiß gekleideten Mannes. Oder einen ganz schwarz gekleideten Mann, wie ein Taucher, der den Grund der Seine erforscht. Wie ein Komparse meiner Phantasmagorie. Wie Fantomas, der bald auf den Leinwänden der Kinos auftauchen wird. Nach der Verwendung von Glasplatten ist er der Erste, der seine Bilder in sehr schneller Abfolge auf flexiblem Fotopapier reproduziert und fixiert, dann auf Zelluloid. Er nennt sie Chronofotografien. Hier öffnet er gerade seine Post, sicher von seinem Assistenten Chrono fotografiert, seinem Vertrauensmann Georges Demeny, der die physiologische Station 6 Monate im Jahr leitet, wenn der Professor in Neapel ist. Marais interessiert sich leidenschaftlich für Bewegung. Er möchte deren physikalische Gesetze herausfinden, daraus ein Lexikon erstellen, eine Enzyklopädie in Bildern. Er will einfach alles aufnehmen, was sich bewegt,
was fällt, geht, fliegt, springt, in die Pedale tritt, marschiert, galoppiert, alles, was sich rührt. Den Rauch, den Blutkreislauf, die Arbeit der Muskeln. Ende des 19. Jahrhunderts interessieren sich nicht nur Gelehrte und Fotografen für die Analyse der Bewegung. Einige Wochen nachdem ihn in Paris Etienne Jules Marais empfangen hatte, wird Muybridge mit anderen bekannten Künstlern vom Maler Meissonier in sein Atelier eingeladen. Mit Schriftstellern wie Alexandre Dumas dem Jüngeren, mit Bühnenautoren, anderen Malern, Alexandre Cabanel, Léon Bonnat, Édouard Détaille und vor allem Jean-Léon Gérôme, der diese historische Szene gemalt hat. Die Meister der großen Genremalerei jener Zeit. Diese Maler sind fasziniert von der Fotografie, mit der sie rivalisieren. Sie malen nur im Atelier. Aber ich würde sagen, auch sie warten auf das Kino. Sie bauen riesige Kulissen, gestalten große Spektakel. Sie wollen spannende Bildgeschichten erzählen. Sie fesseln den Betrachter. Sie arbeiten mit Panoramasicht. Sie ziehen unseren Blick an, lenken ihn, versetzen ihn in Bewegung. Sie arbeiten mit Nahansicht, Halbtotale und Totale. Mit Szenen. Sie träumen davon, uns, sobald Leben in die Bilder kommt, mitzuführen in den Raum. In den Augenblick. In den Augenblick davor, in den Augenblick danach. In die Zeit. All diese Frauen machen mich ganz schwindelig. Ich würde sie gerne ausstaffieren, sie in durchsichtige Schleier und Stoffe hüllen, wie im Orient oder in der Antike unserer Träume. Ach, hätte ich an der Stelle von Muybridge sein können. Wie gern hätte ich mit all diesen Modellen Geschichten erzählt. Stellen Sie sich nur vor. 781 Platten, 30.000 Aufnahmen tierischer und menschlicher Bewegung, alle Arten von Positionen, Gesten, Haltungen, Posituren, Inszenierungen. Muybridge ist eine Art moderner Blaubart, ein Jäger, ein Sammler. Bekleidet, unbekleidet, in Kleidern, Unterröcken, nackt. Sie schreiten Stufen herab, steigen Treppen hoch, sie rennen, sie drehen sich, sie tanzen, sie rauchen Zigaretten, sie waschen sich, sie legen sich hin. Zwei von ihnen waren seine Lieblinge, Blanche Epler und Catherine Aymer. Aymer, Aimé. Lieben, was für ein Name, für eine der ersten Filmschauspielerinnen der Welt. Sie können ruhig zum Abschied winken. Kaum zu glauben, dass sie nicht mehr leben. Und dann kommt das sprudelnde Leben der 1890er Jahre, die Belle Époque. Ein neues Jahrhundert rückt näher. Ich habe dieses Gefühl von Elektrizität in der Luft erlebt. Georges de Menil ist ein Feuerdieb, wie Arthur Rimbaud, mit dem er verkehrt. Er ist ein Pionier der Gymnastik, ein ausgezeichneter Geigenspieler, ein außergewöhnlicher Techniker. Nach 12 Jahren Zusammenarbeit entlässt Marais de Menil. De Menil macht sich selbstständig, gründet sogar eine Finanzierungsgesellschaft, um seine Patente zu nutzen. Er ist vielleicht der Einzige in Frankreich, der sich die kaufmännische Zukunft der bewegten Fotografie vorstellen kann. Ich gebe zu, dass ich eine Schwäche für Georges de Menil habe. Statt die Mechanik des Lebenden zu erfassen, indem er Modelle posieren lässt, macht de Menil Schnappschüsse des täglichen Lebens. Eine Frau frisiert sich, eine andere kippt Teller um. Ein Mann raucht Pfeife. Ein Paar tut so, als würde es sich streiten.
Lemini bändigt das, was schwingt. Die Zeit, die Freude, die Erregung, das, was in der Schwebe ist. Das ist fast schon Film, aber noch nicht ganz. Die Aufnahmen werden auf eine Scheibe übertragen. Etwa 30 Fotografien pro Thema. Eine Schleife von wenigen Sekunden, nicht mehr. Wie viele Leute wären glücklich, sagt er, wenn sie einen Augenblick die lebendigen Gesichtszüge einer verstorbenen Person wiedersehen könnten. Die Zukunft wird die unbewegliche Fotografie, die in ihrem Rahmen erstarrt ist, durch ein lebendiges Porträt ersetzen, dem man mit einer Radumdrehung Leben einhauchen kann. Man konserviert den Ausdruck der Physiognomie, so wie man die Stimme im Phonographen konserviert. Später muss man sie nur noch zum Gleichlauf bringen, um die Illusion zu vervollständigen. Sie schließen die Augen nicht etwa, weil sie in einer anderen Welt sind, sondern weil sie vom Licht der Reflektoren geblendet werden. Das Bild beginnt zum ersten Mal zu sprechen. Und mit welchen Worten? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Ich liebe Sie. Währenddessen hatte Emile Renault sein Praxinoskop-Theater vergrößert. 18. Oktober 1892 in einem Vorführraum des Grévin-Museums. Dank des optischen Theaters sieht das Publikum eine Projektion endlich auf einer großen Leinwand. 3 Jahre vor dem Kinematographen Lumière lockten die Lichtpantomimen vorzeitige Zeichentrickfilme 500.000 Zuschauer an. In 8 Jahren. Beinahe wäre ich eifersüchtig. Der Vorführer, Emile Renault höchstpersönlich, kann die Vorführung zwischen 6 Minuten und einer Viertelstunde dauern lassen. Je nach Szene variiert er das Abrolltempo, hält beinahe an, rollt auch mal rückwärts ab, verlängert das Vergnügen. Zum ersten Mal sind solch lange Geschichten zu sehen, die sich Bild für Bild bewegen und so wahrheitsgetreu sind. Emile Renault entwickelt als erster die Perforation der Bildbänder. Die Spitzen eines Zahnrads greifen in die Löcher des flexiblen Bildbands, das man später Film nennen wird. Auf jedem Band befinden sich 300 bis 700 handgemalte Zeichnungen. Emile Renault hätte ein Atelier voller Zeichner gebraucht, doch er machte alles allein. Ich wäre gern nach Amerika gereist, wie die Goldsucher, wie mein Sohn Eugène. Der Forscher Jules Marais hat ebenfalls nicht den Atlantik überquert. Aber er hatte das Glück, von der Republik, der Dritten Republik, mit Ehren überhäuft zu werden. Er ist Professor am Collège de France und wird Präsident der Akademie der Wissenschaften. Das Kriegsministerium will nach der Niederlage von 1870 die Marschmethode der deutschen Armeen kennenlernen und beauftragt ihn mit Forschungen. Ministerpräsident Jules Ferry unterstützt ihn. Marais ist Arzt, Physiologe und 52 Jahre alt, als das Bewegungsstudium ihn dazu bringt, die Fotografie in großem Maßstab einzusetzen.
Marais und Maybridge sind Zwillinge des Schicksals. Gleiche Initialen, gleiches Geburtsjahr 1830, gleiches Todesjahr 1904. Auf beiden Seiten des Atlantiks teilen sie die gleiche Leidenschaft. Aber Marais führt Neuerungen ein. Statt auf eine Vielzahl an Fotoapparaten zurückzugreifen, will er es schaffen, die Bewegung mit einem einzigen Objektiv einzufangen. Etienne Jules Marais verbringt die kalte Jahreszeit an der Felsküste am Golf von Neapel. Italien inspiriert ihn. Wenn ich bedenke, dass ich nie dort war, obwohl mir der Teufel im Nacken saß. In seiner Villa in Posillipo entwickelt er im Winter 1881 den Vorgänger der modernen Kameras. Er schreibt: Ich träumte von einer Art fotografischer Flinte, die einen Vogel in einer Körperhaltung festhält oder besser noch in einer Reihe von Haltungen, die die aufeinanderfolgenden Phasen der Flügelbewegung wiedergeben. Die Ergebnisse entsprechen nicht der Komplexität des Prototyps. Die erhaltenen Bilderserien auf Platten sind zu klein und begrenzt auf etwa 10 Bilder pro Sekunde. Marais wirft sozusagen seine Flinte ins Korn. Er bekommt staatliche Kredite, um mitten im Bois de Boulogne, im Parc des Princes, ein Freiluftstudio wie das von Maybridge zu bauen. Er nennt es physiologische Station. Auf einer großen kreisförmigen Bahn hat Marais einen neuen Apparat für schnelle Aufnahmen auf Platten aufgebaut. Den Boden und den Hintergrund hat er mit Ruß geschwärzt. Er lässt Vögel, Pferde, Reiter passieren. Schwebe ist. Das ist fast schon Film, aber noch nicht ganz. Die Aufnahmen werden auf eine Scheibe übertragen. Etwa 30 Fotografien pro Thema. Eine Schleife von wenigen Sekunden, nicht mehr. Wie viele Leute wären glücklich, sagt er, wenn sie einen Augenblick die lebendigen Gesichtszüge einer verstorbenen Person wiedersehen könnten. Die Zukunft wird die unbewegliche Fotografie, die in ihrem Rahmen erstarrt ist, durch ein lebendiges Porträt ersetzen, dem man mit einer Radumdrehung Leben einhauchen kann. Man konserviert den Ausdruck der Physiognomie, so wie man die Stimme im Phonographen konserviert. Später muss man sie nur noch zum Gleichlauf bringen, um die Illusion zu vervollständigen. Sie schließen die Augen nicht etwa, weil sie in einer anderen Welt sind, sondern weil sie vom Licht der Reflektoren geblendet werden. Das Bild beginnt zum ersten Mal zu sprechen. Und mit welchen Worten? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Ich liebe Sie. Währenddessen hatte Emile Renault sein Praxinoskop-Theater vergrößert. 18. Oktober 1892 in einem Vorführraum des Grévin-Museums. Dank des optischen Theaters sieht das Publikum eine Projektion endlich auf einer großen Leinwand. 3 Jahre vor dem Kinematographen Lumière lockten die Lichtpantomimen, vorzeitige Zeichentrickfilme, 500.000 Zuschauer an. In 8 Jahren. Beinahe wäre ich eifersüchtig.
Kraft, um seine Patente zu nutzen. Er ist vielleicht der Einzige in Frankreich, der sich die kaufmännische Zukunft der bewegten Fotografie vorstellen kann. Ich gebe zu, dass ich eine Schwäche für Georges de Menier habe. Statt die Mechanik des Lebenden zu erfassen, indem er Modelle posieren lässt, macht de Menier Schnappschüsse des täglichen Lebens. Eine Frau frisiert sich, eine andere kippt Teller um, ein Mann raucht Pfeife, ein Paar tut so, als würde es sich streiten. De Menier bändigt das, was schwingt. Die Zeit, die Freude, die Erregung, das, was in der Schwebe ist. Das ist fast schon Film, aber noch nicht ganz. Die Aufnahmen werden auf eine Scheibe übertragen. Etwa 30 Fotografien pro Thema. Eine Schleife von wenigen Sekunden, nicht mehr. Wie viele Leute wären glücklich, sagt er, wenn sie einen Augenblick die lebendigen Gesichtszüge einer verstorbenen Person wiedersehen könnten. Die Zukunft wird die unbewegliche Fotografie, die in ihrem Rahmen erstarrt ist, durch ein lebendiges Porträt ersetzen, dem man mit einer Radumdrehung Leben einhauchen kann. Man konserviert den Ausdruck der Physiognomie, so wie man die Stimme im Phonographen konserviert. Später muss man sie nur noch zum Gleichlauf bringen, um die Illusion zu vervollständigen. Sie schließen die Augen nicht etwa, weil sie in einer anderen Welt sind, sondern weil sie vom Licht der Reflektoren geblendet werden. Das Bild beginnt zum ersten Mal zu sprechen. Und mit welchen Worten? Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Ich liebe Sie. Währenddessen hatte Emile Renault sein Praxinoskop-Theater vergrößert. 18. Oktober 1892, Blutkreislauf, die Arbeit der Muskeln. Ende des 19. Jahrhunderts interessieren sich nicht nur Gelehrte und Fotografen für die Analyse der Bewegung. Einige Wochen, nachdem ihn in Paris Etienne Jules Marais empfangen hatte, wird Muybridge mit anderen bekannten Künstlern vom Maler Meissonier in sein Atelier eingeladen. Mit Schriftstellern wie Alexandre Dumas dem Jüngeren, mit Bühnenautoren, anderen Malern, Alexandre Cabanel, Léon Bonnat, Édouard Détaille und vor allem Jean-Léon Gérôme, der diese historische Szene gemalt hat. Die Meister der großen Genremalerei jener Zeit. Diese Maler sind fasziniert von der Fotografie, mit der sie rivalisieren. Sie malen nur im Atelier. Aber ich würde sagen, auch sie warten auf das Kino. Sie bauen riesige Kulissen, gestalten große Spektakel. Sie wollen spannende Bildgeschichten erzählen. Sie fesseln den Betrachter, sie arbeiten mit Panoramasicht, sie ziehen unseren Blick an, lenken ihn, versetzen ihn in Bewegung. Sie arbeiten mit Nahansicht, Halbtotale und Totale, mit Szenen. Sie träumen davon, uns, sobald Leben in die Bilder kommt, mitzuführen in den Raum, in den Augenblick davor, in den Augenblick danach, in die Zeit. All diese Frauen machen mich ganz schwindelig.
Ich würde sie gerne ausstaffieren, sie in durchsichtige Schleier und Stoffe hüllen, wie im Orient oder in der Antike unserer Träume. Ach, hätte ich an der Stelle von Muybridge sein können. Wie gern hätte ich mit all diesen Modellen Geschichten erzählt. Stellen Sie sich nur vor. 781 Platten, 30.000 Aufnahmen tierischer und menschlicher Bewegungen. Alle Arten von Positionen, Gesten, Haltungen, Posituren, Inszenierungen. Muybridge ist eine Art moderner Blaubart, ein Jäger, ein Sammler. Bekleidet, unbekleidet, in Kleidern, Unterröcken, nackt. Sie schreiten Stufen herab, steigen Treppen hoch, sie rennen, sie drehen sich, sie tanzen, sie rauchen Zigaretten, sie waschen sich, sie legen sich hin. Zwei von